Neue Folge, Twitch Clips Germany. Der Titel heißt Meersalz und zeigt eine verzweifelte Katazuri, die in der Ecke sitzt und ihre Lebensentscheidung hinterfragt. Ne, die arbeitet ja bei den Freuds, die Kata. Und die Freuds, die Dinge mit Meersalz tun. Da bin ich schon mal gespannt. Bin ich schon mal gespannt, was das wird. Hier, das ist ja schon mal vielversprechend. Ich muss mal Kata schreiben. Geht's dir gut? Kata sitzt gerade bei der Jobberatung oder so. Willkommen bei Twitch Clip Germany. Hier wird geklopft und nicht gekleckert. Now. Das war mal ein gutes Intro, Alter. Vor einigen Tagen hat Clippy den Untergang der Welt vorausgesagt. Zum Glück Was? Muss TCG jetzt doch nicht umziehen. Und ja, ihr... Ach so, okay, er hatte überlegt, irgendwie einen neuen Account zu machen oder so, da war was. Community. Ich war gerade so, was? Moment, was? Twitch Clips Germany sagt den Untergang der Welt voraus? Ist es soweit? Ist Twitch Clips Germany zu einem Schwurbler-Kanal geworden? Aber okay, es geht nur darum, dass sie überlebt haben, ob der Kanal umzieht. Okay. Muss TCG jetzt doch nicht umziehen. Und ja, ihr Community-Tab-Ignorierer, das hier stand im Raum. 10 Eier, 500 Gramm Zucker, 100 Gramm Vollmilchschokolade. Sag mal, hast du schon wieder Sachen meines Scripts geschrieben? Ich bin heute hier eingeflogen worden, um euch was zu sagen. Und zwar, TCG kostet Geld. Ja, klingt komisch, ist aber so. Das Geld, was Clippy hier einnimmt, existiert nicht. Außerhalb von den Sponsorings, die theoretisch ab und zu mal von einem Video das landen, Ding ist, gibt es keine... Ich glaube, das Ding ist, worum es geht und warum Clippy auch überlegt hat, den Kanal umzuziehen. Er hat das Recht nicht an dem Videomaterial, was hochgeladen wird. Dementsprechend kann keine Werbung geschaltet werden. Dementsprechend kann, glaube ich, für Twitch Clips Germany kein Geld eingenommen werden von den Videos, keine Werbeeinnahmen. Deswegen wurde überlegt, den Kanal umzuziehen, wurde dann doch nicht gemacht. Man kann den Kanal, wenn man möchte, jetzt aber bei Patreon unterstützen. Das ist die ganze Zusammenfassung, worum es hier geht, ne? Für die Leute, die selber das auch öfter gucken und so, ne? For your interest. Darum ging es bei der ganzen Sache. Das habe ich nur so halb mitbekommen, wo ich da durch Ungarn rumgereist bin nebenbei. Einnahmen. Und die ganzen Sachen im Hintergrund, die kosten Geld. Das ist also jetzt schwierig, weil das eine auf der einen Seite nicht da ist. Oder zusammengefasst, YouTube ist mal wieder scheiße. Ne, ist ja auch nichts Neues. Und das andere auf der anderen Seite gebraucht wird. Darum gibt es jetzt Patreon. Also Patreon gibt es schon länger, aber es gibt jetzt ein spezielles Tier für Patreon. Und zwar nicht mich, sondern das Follower-Tier. Für 2 Fischis könnt ihr dort ab sofort die Compilations unterstützen. Ihr könnt natürlich auch die anderen Tiers nehmen, aber naja, dafür müsstet ihr die Webseite nutzen. Und ja, mit dem Tier unterstützt ihr Clippy und die Compilations. Und wenn ihr das macht, darf ich auch wieder gehen, weil Clippy hat einen gruseligen Keller und er hat mich da mit einer Maus reingelockt. Es war nicht meine richtige Maus, es war eine Logitech, komisch irgendwas. Ich dachte, es wäre eine Staubmaus oder so. Traurige Momentaufnahme meines Lebens. Schön. So viel for your info, ne? Und jetzt geht's los mit der Folge. Rot. Chat hat die Macht. Danke. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So hätte ich die Rakete wahrscheinlich auch geparkt, Combat, wie ich mich kenne. Safe Combat. So hätte ich das Ding auch geparkt. Warum bremst das Ding nicht? Sagt mir nicht, ihr seid explodiert. Euch geht's gut, oder? Die sind explodiert. Und Bassi, Hallöchen. Bei Star Citizen, wie schlimm ist das, wenn dein Schiff explodiert? Ist das so ein MMO, wo du irgendwie monatelang Arbeit reinsteckst und so? Das ist schon scheiße, wenn dein Schiff explodiert bei Star Citizen, oder? Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut, oder? Ah ne, momentan ist nicht schlimm. Ist schon teuer. Okay, gemischte Meinung im Chat. Ja, jedenfalls, ich glaube, das war nicht so gut, was er gemacht hat. Ihr seid explodiert. Euch geht's gut, okay, oder? Okay. Okay, gerade ist noch nicht so schlimm. Okay. Explodiert.
Das ist richtig. Jendrik, wie viele Drittel ergeben ein Ganzes? Ich dachte gerade, das wäre Divi. Oder? Hat voll die Ähnlichkeit, finde ich. Krass. Und oh Gott, so ein Quiz, wo man so Grundwissen testet, so Matheaufgaben und so, da würde ich ja richtig hart abkacken, ne? Oh, wenn ich jeweils bei so einem Quiz irgendwie mitmache, ich würde ja richtig hart abkacken, ne? Holy shit. Totalschaden, nee. Ja, ja. Oh Gott, nee, 6. Nee, 3. Ja, 3, natürlich. Also das hätte ich jetzt gerade noch hinbekommen, ne? Wie viele Drittel macht ein Ganzes? Klar, 3, ne? Aber also, ich glaube, bei anderen Themen, bei anderen Momenten hätte ich da auch richtig reingeschissen. Also mein Grundwissen, das verkümmert sehr stark. Ist eine Weile her, dass ich aus Schule und Uni raus bin und holy crap, ich bin so dumm inzwischen. Das ist der Wahnsinn. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so, die diese Dinge nicht mehr aktiv im Leben benutzen, seit sie Erwachsenenleben haben. Ich glaube, das ist ein universelles Erlebnis, oder? Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Alter! Ich finde, Rauchen hat immer... Guck mal, wird immer noch das Hottie-Spiel gespielt. Das war lustig, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich jemals wieder mit einem Pulsmesser streamen werde, weil das war peinlich, aber... Der Quarry war schon witzig, ey. Es war schon lustig. Aber immer öfter? Aber teilweise auch so einen coolen Charakter. Also so irgendwie sieht es auch ein bisschen stylo aus. Rauchen schadet der Gesundheit. Hört aber nicht, was die Frau hier neben mir sagt. Ich glaub's ja wohl nicht. Können wir kurz zurückspulen? Also Kinder, rauchen ist scheiße, aber sieht schon stylo aus. Und man lernt halt im Raucherbereich am besten andere Leute kennen, ist halt so, ne? Aber ist trotzdem scheiße. Aber kann auch sein, also, ne? Also, ja. Und findest du beim Rauchen sieht man auch cool aus? Nee, Rauchen ist richtig schlecht. Ja, ich denke, ja gut, dann sind wir einer Meinung. Alles andere hat mich auch überrascht. Mein Mod ist im Besitz von Dirk Neuenfels Unterhose. Ist nice. Das nicht geil? Warum sind wir nicht im Besitz von Dirks Unterhose? Ich weiß es nicht. Ich schwöre, ich sehe schon Olli. Ne? Ey, ganz ehrlich, so bei den Freuds, so die Hälfte vom Witz, die kommt einfach immer daher, wie trocken die einfach Sachen raushauen. Das ist immer so, die Hälfte des Witzes kommt immer daher, dass sie einfach so unfassbar knallhart trocken die Sachen raushauen. Das ist einfach immer gut. Von Dirk Neuenfels Unterhose. Ist nice. Das nicht geil? Warum sind wir nicht im Besitz von Dirks Unterhose? Ich weiß es nicht. Aber einfach dieses monotone, lebensbejahende, ich mache diese Content-Scheiße seit 12 Jahren, dieses wunderschöne, monotone Reaction-Tum ist einfach gut. Ich schwöre, ich sehe schon Olli, ne? Olli so, Olli macht das Paket auf, so nach dem Motto so. Oh, bitte lass sie ungewaschen sein, ich will ihn riechen. Ich glaube, da geht's auch um Unterhosen. Leider nein. Okay, nein, das geht nicht. Ah, Gott! So mache ich auch mal Leute klar. So mache ich das auch mal. Ja. Klappt meistens. Hunger. Ich hab Hunger. Das war low-key ein ziemlicher Hit, Alter. Das hatte Stil. Das hatte Stil. Das hat funktioniert. Drückt halt, ne? Nee. Hallo, wo ist mein Akku? Warum wird mir nicht angezeigt?
Hä? Option? Nee. Was sucht sie? Ich habe Angst, dass ich gleich irgendwas lösche und kaputt. Hä, wie mache ich den? Wie gucke ich nach dem Akku? Ach, da unten steht's! Ach, da unten steht's! Also ich spiele so selten Konsole, ich hätte es auch nicht gewusst. Muss ich sagen. Also, wäre mir auch passiert, ich habe es auch nicht gesehen. Also, normal. Der Bade, Fischi ist der Bade beim Rust-Event, das ergibt natürlich Sinn. Ich habe mir noch gar nicht die Rollen der anderen angeschaut und so. Ich bin noch denkbar unvorbereitet. Ich muss noch eine Nachtschicht einlegen und ein bisschen Sachen planen und so. Ich bin noch ganz schrecklich vorbereitet fürs Event-Chat. POV gleich Alexa im Dings. Ich glaube, ich bin nicht assi genug, um da reinzukommen. Habt ihr das gerade? Und ich bin jetzt ja fertig mit Verreisen fürs Jahr erstmal größtenteils, ne? Jetzt kann ich mir wieder Gedanken um eine Katze machen, ne? Machst du da auch mit? Ja, ich mache auch mit bei dem Rust-Event, aber ich werde eine kleine, bescheidene Nebenrolle werde ich beziehen. Was genau, weiß ich noch nicht, aber ich werde mich ein bisschen zurückhalten, da ich jetzt ja nicht so der Profi-RP da bin, ne? Ich lasse da den anderen Leuten eher so die großen Rollen und ich werde auch nicht jeden Tag mitmachen. Aber ein bisschen mitmischen werde ich, das ist bestimmt sehr, sehr cool. Gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin ja fertig, vorerst, größtenteils. Ja, ich habe eventuell schon nach Budapest-Flügen geschaut, ne? Aber... Da will ich ja nur mal ein verlängertes Wochenende hin, das ist okay. Die längeren Sommerreisen, die sind jetzt erstmal abgehakt, so. Glaub ich. Mal schauen. Du wolltest mein Brot snacken. Das will ich nämlich auch. Süße Katzen, die mein Brot wegsnacken wollen, das vermisse ich in meinem Leben. Guck mal, ich brauche auch so eine Katze, die hier so... Ich brauche so eine Katze, die hier so neben der Senseo so rumklettert, wo man einmal so, oh ja, hier, Leckerchen, so, das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Da habe ich Lust drauf. Das möchte ich haben. Gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Du wolltest mein Brot snacken. Mein Schiff ist gesunken. Chat, Miri war ja... Das war auch schön, weil es so trocken war. Schön. Ist nicht dabei. Sie hat ja die Vorgeschichte nicht mit dabei bekommen. Ne? Das heißt, ich kann sie jetzt easy über den Finger wickeln. Ich kann jetzt sagen, Miri, natürlich bekommst du einen Fingerwagen. Ja, kein Problem. Haben wir noch die Matchbox-Autos? Das Finanzamt kommt! Habe ich nicht verstanden. Ich hab nix! Oh, da blüht der Ramon mit. Oh. Das Finanzamt kommt. Da ist aber jemand alteingesessener Gronkh-Fan, ne? Der hat doch damals immer gesagt bei den Creepern, hey, warum bin ich nicht scharf? Hallo, Kamera! Sag mal, hallo? Warum sie... Der visiert die Biene anstatt mich. Der hat eine Bienenerkennung statt eine Gesichtserkennung. Deswegen... Hey! Sag mal. Jetzt visiert er die Twitch-Decke an. Dabei ist er auf Gesichtserkennung gestellt. Also die Twitch-Decke ist anscheinend... ist menschlicher als ich anscheinend. Also ich meine, ich bin zwar heute ein bisschen fettig, aber so scheiße dachte ich jetzt auch nicht, dass ich aussehe, ne? Sag mal, wenn er wenigstens hier die Mona Lisa anvisieren würde oder so. Hallo? Komm, wir resetten das einfach mal. Alles wird gut, Kamera. Alles wird gut. Ja, hallo, Mensch. Technik, die begeistert, oder? Okay, Technik, die begeistert. Was ich gerade sagen wollte, er hier ist ja denn anscheinend alteingesessener, alteingefleischter Gronkh-Fan, ne? Weil der Gronkh hat doch auch mal gesagt, dass das Finanzamt vor der Tür steht. Oder nee, was waren die Creeper bei Gronkh immer bei Minecraft? Irgendwie Versicherungsvertreter oder so, ne? Ja, ja. Das Finanzamt ist vor der Tür. Hilfe! Was? Wir haben Er nichts. Arbeitet für Gronkh. Ach, guck mal, ich bin da gar nicht drin so, ne? Das erklärt natürlich vieles. Wir haben nichts. Dieses Pokémon lebt in Kolonien. Kolonien? An dunklen... Ach, Kolonien. Schön. Schön. Nein, 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 nein. Nein, ich bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die waren richtig anstrengend, wenn man anfangs nicht wusste, wie man gegen die kämpft. Die waren richtig scheiße, die Perlenjäger. In letzter Zeit habe ich wieder so ein Kribbeln in den Fingern verspürt.
Weil ich habe ja nach wie vor Elden Ring noch nicht durchgespielt. Ne? Ich habe dann ja irgendwann das so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich bin gerade hinter der Hauptstadt so ungefähr. Und ich habe wieder so ein Kribbeln verspürt, dass ich das echt mal wieder so beenden müsste. Ne? Ich müsste mal Elden Ring durchspielen. Ich hätte da schon Lust drauf. Aber das Ding ist, jetzt bin ich halt voll raus. Und ne, jetzt werde ich richtig hart aufs Maul kriegen, weil ich voll raus bin. Das ist halt schwierig, dann wieder einzusteigen nach so langer Zeit, ne? Aber ich habe Lust, Elden Ring endlich mal durchzuspielen. Kolonien ist das, wo die Gamescom war. Ja, war auch mein erster Gedanke, wenn ich ehrlich bin. Ja! Damn! Nein! Aber das war ein sehr cinematischer Hit, muss ich sagen. Das hatte Red Dead Redemption ja drauf, ne? Also, auch verdammt gutes Spiel einfach. Ja! Wie der Hut noch wegfliegt. Nein! Ich habe letztens auch mal wieder Elden Ring gestartet und ich habe es nicht mal geschafft, von meinem gottverdammten Gaul abzusteigen. Also nur, dass du weißt, worauf du dich da einlässt. Das ist halt die Sache, ne? Ich bin auch gerade in einem richtig scheiße schweren Gebiet bei Elden Ring und dann ohne die Steuerung im Kopf zu haben und so. Ja moin, ne? Das wird super. Und Ina, Hallöchen, ja. Hallöchen, Ina, Hallöchen, Hallöchen. Ich hatte heute gar nicht Zeit für die Planung und so. Ich war nur in Meetings und so. Ich hoffe, ihr habt da nicht irgendwie jetzt bei der Rollenbesprechung und so irgendwie. Ich hatte heute leider keine Zeit, Ina. Aber wird schon. Ich mache heute einfach Nachtschicht. Was möchte ich an meinem Stream verbessern? Wahrscheinlich, das kommt immer, das kann ich so gar nicht sagen. Vielleicht doch mal was Besseres. Oh, das grenzt ja an Mobbing. Ich hatte auch noch kein Briefing. Ah, okay, ich dachte, ich hätte alles verpasst. Da konnte ich leider nicht. Da war ich leider in einem Call. Wir kriegen das noch hin, Ina. Wir kriegen das noch hin. Wir werden die coolsten, unwichtigsten NPCs auf dem Rustalot-Platz. Wir werden super, Ina. Wir kriegen das hin. Ja, ich bin denkbar schlecht vorbereitet, aber wird schon. Wird schon, wird schon, wird schon. Geht ja um den Spaß dabei. Dieses Timing. Aber actually hat die Mucke voll gut zur Szene gepasst eigentlich. Und er reactet Hallöchen, Hallöchen. Heute ja nicht den ersten Flug, wahrscheinlich auch nicht den zweiten. Vielleicht machen wir heute ganz Abend noch einen. Gut, hatte ich immer einen Hubschrauber. Ja, alles klar. Normales Flugzeugverhalten sah korrekt aus. Ich bin eine klasse Schütze. Oh, schau mal, wie friedlich ist gestorben. Warum bist du denn überrascht? Was ist denn Ranch Simulator für ein Spiel, dass man da als Blondine mit einem Bikini rumrennen und Rehe umnieten kann? Ich dachte, das wäre realistisch so. Da ich, was ist das? Hä? Warum bist du denn überrascht? Hier. So ein Ding bin ich geritten. So ein Ding. Nein. Nicht so ein Ding. Nein. Alles klar, ne? Nein, nicht. Ah. Easy, Dicker. Die matscht vor die Kamera an, die Frau. Bah. Wie genau das ist passiert? Wie... Das. Nun. Das ist so ein bisschen der ganze Plan dabei und funktioniert was das auch. Schon wieder? Das ist doch bestimmt irgendwie der 10. Clip, wo sie einen Schluck aus ihrem Pinselwasser nimmt, oder? Das scheint ja sehr häufig zu passieren. Vielleicht braucht sie dagegen irgendwie so Schutzmaßnahmen oder so. Vielleicht braucht sie so einen Kinder-Sippy-Cup oder so. Weil es passiert öfter mal, habe ich das Gefühl. Aber cooles Bild. Weg. Psst. Weg. So,
aber für die... Tatsächlich, also ich habe ja selber auch mal eine Weile gemalt und Kunst gemacht und so ein bisschen intensiver und so, ne? Und das passiert wirklich echt schnell. Du hast irgendwie links deinen Tee, du hast rechts dein Pinselwasser, du denkst dich drüber nach, du greifst das Bild. Also das passiert super schnell. Das ist echt nicht gespielt, Mann. Das passiert jedem, der sowas macht. Das ist echt der Klassiker. So, aber für die, welche nicht mitbekommen... Wann VTube-Stream? Wollt ihr einen VTube-Stream von mir sehen? Ich meine, also, wir hätten ja schon... Also, ein Design hätten wir ja schon, ne? So ist ja nicht. Also, wir haben ja hier schon, ne? Ich mache euch einen Vorschlag für mein VTube-Modell. Wo war das? Arrow... Perfektes Modell hätte ich ja schon, ne? Also ich wäre halt einfach Rüdiger. So. Warte. Seht ihr mich da? Als Rüdiger? So, wenn ich das nächste Mal komplett vermatscht um 8 Uhr morgens vom Rave in den Streamfall und so gar keinen Bock hab, die Kamera anzumachen, dann lege ich einfach das drüber und wir streamen mit dem Modell. Passt dann ganz gut, oder? So, das nächste Mal, wenn ich um 8 Uhr morgens aus dem Rave in den Stream falle, so. Nee, keine Ahnung. Das ist, wir haben Rüdiger mal malen lassen als Maskottchen. Ich musste auch mal mit dem Künstler schreiben, wegen ein, zwei Dingen. Ich hatte jetzt nicht direkt vor, daraus ein VTube-Modell zu machen. Aber ich finde, VTubing an sich finde ich ganz cool, muss ich sagen. Also ich kann mir das wirklich vorstellen, wenn man halt irgendwie mal einen Tag hat, wo man keinen Bock hat, die Kamera anzumachen, ist das eine coole Alternative, finde ich. Ne? Also ich streame meistens mit Kamera und ohne Kamera finde ich Streams auch einfach langweilig. Also langweiliger als mit Kamera. Aber keine Ahnung, wenn du halt mal irgendwie verschnoddert bist oder irgendwie keinen Bock hast, einfach auf dein Gesicht in die Kamera zu halten, da ist das schon ganz cool, finde ich. Also habe ich jetzt nichts gegen. Ob ich mir selber mal so ein Modell mache, weiß ich nicht, weil das wären, glaube ich, nur Ausnahmestreams bei mir. Aber an sich finde ich, das ist eigentlich eine ganz geile Sache für Streamer so. Ich liebe meine Community. Ich liebe meine Community, ich liebe meine Community. Die sind total toll, ja. Maluna macht eine Banane mit Face, wenn sie keinen Bock hat. Das ist ziemlich cool. Es gibt eine Streamerin, von der sehe ich immer die TikTok-Clips. Die heißt, ich glaube, sie heißt Farting Glitter, heißt sie, glaube ich. Und sie spielt immer als Kartoffel. Als Kartoffel mit ausgeschnitten den Augen und dem Mund. Wie bei der Annoying Orange oder so. Also was ist auch witzig. Sowas ist auch lustig, ja? Ja? Jetzt schlau bin, mache ich erst die Flasche mit Kronkorken auf. Mit der anderen Flasche. Tja. Das gute Flens darfst du nicht dafür missbrauchen. Das gute Flens, das wehrt sich dagegen. Du hast das Flens entehrt. Das macht man nicht. Alles riecht plötzlich nach Bier. Das ist ein Schenkeltoast. Weil erstens, es ist wie ein gleichschenkliges Dreieck. Es ist wie ein gleichschenkliges Dreieck. Erstens. Und zweitens, es gebärt sich gerade in meinen Schenkeln. Auf die erste Erklärung wäre ich nicht gekommen, aber macht Sinn, I guess. Ja. Ja, es war wirklich gruselig. Ich muss auch echt an mich halten. Da geht mir ganz schön die Pumpe. Mutig, dass der sich traut, sowas zu spielen. Schon krass. Oh,
Wir müssen auch wieder Horror spielen hier. Ich hab schon wieder eine große Fresse, Chat. So, was macht der Dalu diesmal wieder? So, der Dalu, der eliminiert jetzt seinen Gegner, indem er ihm, der macht jetzt irgendwie Roundhouse-Kick und gewinnt die Runde hier, wetten. Gleichzeitig. Jetzt aber ja, nochmal, ich. Jetzt. Oh, warte. Ja. Ich fang an, und du. Schöne Ult, die gönnt er sich. Der hat richtig Bock auf Ult. Das grenzt gerade ein bisschen an Mobbing, Alter. Mortuary Assistant soll ziemlich cool sein in Xenia. Also das könnte ich mir echt mal vorstellen, das zu spielen. Das sah aus, als hätte es ganz gute Jumpscares tatsächlich, ja. Martin mit Pulsmesser. Ja, wenn ich mir Pulsmesser umschnalle beim Horror-Game, dann verrate ich außerdem meine Kings stattdessen. Das ist schwierig. Schwierig, das überlege ich mir, ob ich das nochmal mache. Ich check vorher ab, ob es sexy Leute im Spiel gibt, Alter. Bei Mortuary Assistant wäre es dann wirklich sehr belastend, wenn der Puls deswegen hochgeht. Das wäre dann. So, oh, sexy Leiche, Das wäre dann sehr grenzwertig. Solange sie noch lebendig sind, geht ja noch, ne? Ah, schön. Schön. Mhm. Ein Witz, den gerade nur die alteingefleischten Zuschauer verstanden haben, die bei The Quarry dabei waren und den Running Gag kennen. Das wäre weird. Me, my mouse is leer. It's empty. Ist leer? My mouse ist leer, geil. Könnt ihr mit beiden Augen zwinkern? Ey, da dachte ich halt auch so, ne? Ich war in Ungarn. Ich wollte wieder zurück in mein Apartment gehen, ne? Ein Urlauberpärchen hält mir die Tür auf. Ich so, thanks. Die gucken mich an und sagen, bitteschön. Und ich denke mir so, die kannten mich nicht. Ich habe die zum ersten Mal gesehen. Sehe ich so deutsch aus? Oder ist mein Englisch so schlecht, dass sie nur anhand von meinem Thank you erkannt haben, dass ich deutsch bin? Das hat mich ein bisschen gekränkt. Twitch-Fans, die sahen nicht aus wie Twitch-Fans. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber danach hat mich jemand gefragt, ob ich denn überhaupt nicht aus England bin, weil mein Englisch so gut ist. Danach war mein Ego wiederhergestellt, aber es hat mich etwas verletzt. Ja, sehe ich so kartoffelig aus? Sehr schlimm, Alter. Könnt ihr mit beiden Augen zwinkern? Also ich meine so zwinkern. Rechts zwinkern und links. Links geht nicht. Hä? Ja, als ob der tut doch gerade so. Das kann doch jeder nur ein Auge zumachen auf beiden Seiten, oder? Oder könnt ihr das nicht? Funktioniert das nicht bei beiden Augen, bei normalen Menschen? Ich kann es auch nur mit einem Auge. Bei mir geht's nur links. Hä, echt? Hä, wirklich? Kannst du mit den Nasenlöchern wackeln? Nee, mit den Ohren wackeln kann ich auch nicht und so. Aber ich dachte nur ein Auge zumachen auf jeweils einer Seite. Ich dachte, das kann jeder, dachte ich. Ihr könnt's nur links, was? Ja, wobei, rechts ist schwieriger als links. Hey? Ich kann bei überhaupt nicht, also ich kann auch nicht gut aussehen beim Zwinkern, ne? So gibt ja Leute, die irgendwie Models sind und da so. Also links ist einfacher. Aber gehen beide Seiten. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, rechts, wenn ich rechts zumache, dann zuckt es links auch ein bisschen. Er fühlt sich auf jeden Fall unnatürlicher an als links. Und sieht super cringe aus. Aber ich dachte, jeder kann das auf beiden Seiten. Das ist ja interessant. Das wusste ich noch gar nicht, dass manche Leute das nicht können auf einer Seite. Ha, interessant. Interessant. Okay, wusste ich nicht, dass das ein Ding ist. Und MX, danke schön dir für den 8. Monat. Dankeschön. Oxinator hatte ich vorgelesen, hoffentlich den 4. Monat, ne? Ich will's so hoffen, dass ich das vorgelesen hatte.
Per, krass interessant. Und Danny, hallöchen, hallöchen. Hm. Google sagt, wenn es nur auf einer Seite geht, hat man Krebs oder ist schwanger. Ja, daran wird es liegen, ja. Ja. Ah. Ich kann nicht mit beiden Augen zwinkern. Ich bin der Devil. Hm. Hallöchen, Cube Psycho. Ja, oh, ah. Wie, ich hab dich auch. Okay, es reicht. Ich mach einen Termin beim Tierheim, es reicht. Jetzt kann man halt wieder einfach so ins Tierheim gehen, ohne sich auf ein bestimmtes Tier zu bewerben. Das ist dann auch ein bisschen einfacher. Jetzt, bis vor kurzem noch, musste man sich auf ein bestimmtes Tier bewerben und konnte dann erst hingehen, um sich das bestimmte Tier anzugucken beim Tierheim Berlin. Und das halt ein bisschen, weil, also, ich suche mir das Tier nicht anhand von Fotos aus und ob das Tier zum Wesen zu mir passt. Das ist dann ja ein bisschen komisch so. Und jetzt möchte ich wieder frei hingehen. Warum geht Satos eigentlich fremd? Ja, bist du nebenbei noch bei anderen Streamer, Satos, ne? Ich dachte, das wäre was mit uns hier, aber anscheinend ja nicht. Alles klar. Ich auch lieb, wirklich. Aber. Aber ja, ich brauche eine Katze. Blubberblob, Dankeschön für den 5. Monat. Dankeschön. Ach. Ah, bitte, Baby, oh mein Gott. Oh. Ja, er ist sehr kuschelintensiv bedürftig. Da sind sie. Bavi hat sich nämlich hier schön an der Seite gebaut. Oh, nein! Ach, Ark ist so ein gutes Spiel, der Klassiker. Ein Viereck, ja, aber was ist... Und Mjalna, Dankeschön, dass du dem Verräter einen Zap geschenkt hast. Ist Ark eigentlich schon zu Ende? Ja, es war halt irgendwie wieder, ne? Irgendwie hatten ich und Ina denn halt doch wieder nicht so viel Zeit. Das ist immer blöd. Irgendwie passiert das immer, wenn wir Ark anfangen. Dann wollen wir immer so, sind wir immer so voll motiviert und sind so, ja, wir starten jetzt voll durch bei Ark und dann so doch nicht. Ist immer dasselbe. Lass mich einmal ganz kurz. Das ist natürlich immer so. Die Leute wollen überall was von mir, wenn ich streame, ne? Ist immer dasselbe. So, kann weitergehen. Search und Dankeschön dir für den Prime Sub. Herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ein Viereck, ja, aber was ist. Aber gute Reaktion. Das, liebe Leute, ist eine sehr vernünftige Reaktion. Rational durchdacht und auch durchaus hilfreich. Ja, und das hier, ich bin gar nicht sicher, ob das Kinder oder Menschen sind. Also. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Kinder oder Menschen sind, ne? Mit Ark ist Ark schwierig, ja, ja. Und Korai, hallöchen, hallöchen. Würde ich jetzt mein ich halte einfach das Maul, ich kann nicht reden. Fühle ich. Hey, du bist der hornigste Horny Boy, dann würdest du den jetzt kriegen. Zumindest für die nächsten Stunden. Und dann kannst du dich in die Ecke gehen, stellen und sterben. Nicht sterben! Schämen, wollte ich sagen. Oh mein Gott, bitte nicht. Streamerin sagt ihren Zuschauern, dass sie sich umbringen sollen. Der geht halt in die Ecke und stirbt. Ja. Ganz schön toxic, muss man schon sagen. Was passiert da? Der schlägt Frauen! Nein, komm doch hier raus jetzt endlich! Yes! Wow.
Was? 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 Nein! Das war der Move! I climb across the mountain tops. Das Bild ist fucking amazing. Okay, jetzt zum Rest. I climb across the mountain tops, swim all across the ocean blue. I crossed all the lines and I broke all the rules. But baby, I broke them all for you. Ich konnte nur auf das Pferd achten. Oh, das ist natürlich kreativ, so ein Autofahr-YouTube-Stream hier. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Dritter Gang hier. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Leute, ich überhole die, okay? Ey, wollen wir uns vielleicht nach der Veranstaltung noch treffen, oder? Hey, weiß ich nicht. Ich mag deine Unterhose. Keine Ahnung, wie flirtet man? Naja, das haben wir heute Anfang der Clips gesehen, ne? Man sucht sich jemanden raus, den man heiß findet. Da geht man straight dahin, ohne sich vorzustellen, sagt, hey, ich brauche dich für mein Hotelzimmer. Und dann nimmst du sie mit aufs Hotelzimmer, ne? So macht man das. Ich frage mich, wie oft das tatsächlich funktionieren würde. Ich glaube, also bei manchen Boys würde das klappen wahrscheinlich, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie genau die Quote ist, aber ich glaube, manchmal würde das klappen. Oder Helen Clark? Ja. Helen Clark, mach mir ein Baby. Da bin ich mir leider nicht sicher. Alter! Wow, Korb von Alexa bekommen. Ja, hätte er sie fragen sollen, ob sie mit aufs Hotelzimmer gehen will, ne? Das, also hat er ja auch falsch gemacht. Alexa, Lautstärke 2. Unterdrohte gemacht haben. Ich bin unschuldig mit den Unfall. Was für ein Ticket schreibt man da beim Polizeisimulator? Ich guck mal, was da hinten ankommt. Tschüss! Bitte passe den Regler so an, dass der Hund und die Katze Freunde werden. Oh. Oh, ich liebe es. Kommen die sich jetzt einfach nah? Oh. Und das Herz. Nein. Was das für ein geiles Spiel, was das für ein geiler Joke, Alter. Das ist ja super nice. Spiel ist eine 10 von 10. Stanley Parabel, ah. Hat er, glaube ich, immer noch sogar. Und die haben beim ersten Mal, haben die halt Hühnchen. Ich glaube, die Kamera ist gleich nicht mehr. Excuse me! Hühnchen, was machst du denn? Dein Bikini. Was ist das denn hier? Oh mein Gott! Was sollen die Bonjour-Clips? Werden hier die ganze Zeit Bonjour-Clips gespammt? Warum verraten die wieder meine geheimen Affären oder was da los? Falls ihr Clips posten wollt, braucht ihr ein Permit von den Mods hier leider. Das ist ein bisschen scheiße eingestellt hier. Aber wenn da irgendwelche Lästereien stattfinden, lasst es mich wissen. Vier allein mal. Was war das gerade, hat sie sich gerade selbst gefunden oder what just happened? Ich weiß nur, Suki ist gerade ein bisschen gestorben. Was ist das denn hier? Oh mein Gott! Oh! Vier allein. Ich weiß immer noch nicht, was genau passiert ist, aber ich bereue es nicht, es ein zweites Mal gesehen zu haben. War Gino nicht genug? Er ist eine offene Ehe. Einer reicht nicht heutzutage. Macht keinen Spaß, wenn dann Steuerung Alt F4. Ja, ich bin Alt F4. Ja, bei Windows muss man noch Steuerung mit dazu drücken. Nö.
Eigentlich nicht. Doch. Oh nein. Oder? Fuck, jetzt hat sich mir Spiel geschlossen. Oh nein, es ist ihm selbst passiert. Oh, ich dachte, sein Gegenüber macht das. Oh, das ist natürlich herrlich. auf seinen eigenen Trick einfach reingefallen. Geil. Das ist natürlich super. MJ, danke schön, dass du Firefighter Steffen einen Sub geschenkt hast. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ja. Mandeln sein sollen. Also jetzt macht der Teig auf jeden Fall Sinn. Der hat halt auch Sinn gemacht. Er ist nicht umgekippt, er ist nicht... Oh mein Gott! Er ist auf den Boden gefallen, aber er ist nicht ausgekippt, Leute. Oh mein Gott! Oh Gott, was mache ich denn? Geht gut los. Oh, ich fühle den Schmerz. Ich fühle den Schmerz. Hätte auch ich sein können. Ich würde super gerne mal irgendwann Cult of the Lamb mit euch spielen. Ich habe gehört, die Twitch-Integration ist immer noch super buggy und so, aber vielleicht nächste Woche mal so ein, zwei Streams Cult of the Lamb. Man kriegt das ja auch recht schnell durch. So nur mal ein, zwei Streams so. Ich finde das wirklich süß, das Spiel. Ich habe heute geretweetet, das fand ich mega lustig. Das fand ich mega witzig, den Post von denen. Fand ich mega witzig. Warte, ich habe zu viel getweetet. Das fand ich mega lustig, das fand ich mega witzig. Schaut mal. Die haben einfach mehr Follower als Scientology inzwischen. Wer ist hier die bessere Sekte? Das fand ich lustig. Das fand ich witzig. Du wirst es lieben, ich glaube nämlich auch. Ich würde mir für Cult of the Lamb ist jetzt zwar schon ein kleines bisschen draußen, ne? Wir haben den großen Hype schon so ein bisschen verpasst, so. Aber ich glaube, ich werde da wirklich sehr viel Spaß dran haben. Deswegen, nächste Woche hoffentlich nehmen wir uns mal so ein, zwei Tage Zeit dafür. Ich habe Lust, das zu spielen mit euch. Ich wette, dass ich heute sterbe, wenn... Die kalte, offene Lampe, ja. Wenn ich nicht schon tot bin. Nee, noch läufst du hier rum. Noch bist du so ein süßes kleines Schweinchen mit einem Krückstock. Aber gleich nicht mehr. Stirbst du jetzt? Gut. So viel dann dazu. Das ist halt super süß mit den Zuschauern, die dann da kleine Kultisten werden können. So, das ist super cool, finde ich. Da werden wir Spaß mit haben. Das ist sicher. Das ist richtig nice. Aber ich kann einfach nichts auswählen, Marty. Komisch. Mann, ich mach jetzt die Dinger gleich aus, Leute. Ich bin echt am Ende. Ich kann nicht mehr. Oh, ich erschreck so hardcore gerade die ganze Zeit. Das macht mich so fertig. Aber sein Puls geht dafür noch ziemlich gut. Hallo. Verdammt große Wohnung bei dem Hall. Das ist ja eigentlich, wenn ich die Filter ausstelle. So klingt's ja eigentlich bei mir, wenn ich den Filter ausgestellt habe. Mhm. Aber das kann ich nicht so drinnen lassen, weil dann glauben die Leute, wie der Twitch-Streamer, der wieder in der riesen Villa sitzt und so weiter. Und deswegen tue ich dann immer das Komprimieren und rausfiltern, dass ihr den Eindruck habt, ja, ich sitze in einer kleinen Wohnung, kleiner Raum und so weiter. Ich kann mir eh nicht mehr leisten. Deswegen streame ich auch immer mit Greenscreen, damit ihr nicht mein Schloss im Hintergrund seht, damit ihr mir Geld gebt. Ne? Das ist ja, machen ja alle Streamer. Und Hugo, danke schön für den dritten Monat. Ne? Seht ihr, funktioniert. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. So aufgeregt von meinem Stream nach dem Urlaub, dass ich mir mit Editor... Apropos, liebster Chat, geht bei euch der Editor noch? Ich bin stinksauer. Lurch, wunderschön. Der Editor? Der Editor? Der Dieter? Geht der Dieter noch? Der Editor? Ich bin stinksauer. Mein Editor geht nicht mehr. Er existiert nicht mehr. Wo ist mein Editor hin? Ich will meinen Editor wieder haben. Alle Menschen lachen mich immer aus. Aber ich will meinen Editor wieder haben. Der Editor. Ich verstehe, der Editor. So heißen die Dinger jetzt, ja? Aha. Der geht nicht mehr. Der Windows-Editor, ja. Der geht bei mir nicht mehr. Warte. Editor. Ist nichts mehr da, öffnet sich nicht. Oh mein Gott, er geht wieder. Einfach Meersalz fein hier in so einem Streuer. Mhm. Praktisch.
Mach ich so ein bisschen was, ne? Aber wenn du schon Salz zu Hause hast und das dann kaufst, weißt du, was du dann hast? Mehr Salz. Ah! 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 Und so wurden, by the way, die Dorfbewohner in Minecraft synchronisiert. Falls ihr es noch nicht wusstet, ne, die sind nämlich von den Freud synchronisiert, die Minecraft-Dorfbewohner. Wenn du schon Salz zu Hause hast und das dann kaufst, weißt du, was du dann hast? Mehr Salz. Ah! 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 Mhm. Eistüte, was machst du da? Brain Freeze kriegen. Für die Subs, Nick. You need it. Gleich mal 19.30 Uhr, wenn das Gartic Phone Event losgeht, ne, direkt mal Eistüte unangenehm auf diesen Clip ansprechen. Perfekt. Kannibalismus stimmt. Aber es ist ja keine Eistüte. Eistüten sind doch eigentlich die Waffeln, oder? Ist ein Wassereis eine Eistüte? Ist auf jeden Fall Eis. Und Danny, danke schön, dass du Schloss einen Sub geschenkt hast. Dankeschön, Dankeschön. Gegen Herrn Frostzunge gegen Gaumen Eisio. Die Zunge gegen den Gaumen? Hilft das wirklich? Ah. Weil ich glaube, wenn wir durch den... Ich verkneife mir jetzt mal die Kommentare in die andere Richtung. Tunnel durchschwimmen. Und Miss Lilith, Hallöchen, Hallöchen. Da wird dann irgendwas sein. Ich bin durch, das ist nichts passiert. Es ist was passiert, es ist was passiert. Passengers Luggage wurde gerade direkt gemacht. Ja, blauer Sombrero. Ich schieß direkt, nein, keine nein, Rücksicht nein, auf nein, Verluste. Blauer Sombrero. Hab ich. Ist eigentlich ganz okay. Wie kann man denn so viel Glück haben? West Hunt ist ziemlich witzig. West Hunt ist so ein Spiel, da gibt es super viele NPCs und so ein paar echte Menschen, und die echten Menschen müssen sich halt als NPCs tarnen und müssen deren Aktionen nachahmen, so ein bisschen wie halt Among Us oder sowas. Eigentlich ganz lustig, ey. Eigentlich ganz witzig, das Spiel. Habe ich schon ein paar Clips von gesehen. Kann man denn so viel Glück haben? Und er hat jetzt einfach auf gut Glück den ersten abgeknallt, und zwar halt genau der, den er brauchte, ne, durch Zufall so. Es kann nur schief gehen. Ja, ja, seht ihr? Ich bin so gut. Ich habe meinen Teppich gerettet. So. Ein Mensch. Ich habe immer noch so eine kleine Delle in der Decke in meinem Wohnzimmer, weil da mal ein Champagnerkorken mit sehr viel Druck gegen, also lief besser, als ich dachte, gerade bei den beiden. Ich möchte rauf, endlich hinauf an ihren Strand. Ich will ihren Sand in meiner Hand, man mir nur genannt selbst spürt. Was ich kann. Könne Synchronsprecher werden, not bad. Guck mal, was ich kann. Oh, der war nass. War ich meine. Tja. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, ob... Oh, Entschuldigung, Leute. Kurz mal aus der Rolle gefallen. Ja. Bei Milchbaum ist denn andersrum, ne? Milchbaum niest der Normalen denn so, oh sorry, aus der Rolle gefallen. Das ist der Unterschied. So kann man Jenny an und Milchbaum auseinanderhalten. I guess. Ob ihr das auch habt? Ich hab den hier. Das ist mein wilder Finger. Ich weiß nicht. Erst der Editor und dann der wilde Finger, ne? Alles klar, Leute. Die Leute fühlen sich sehr komfortabel im Internet, ne?
was der für einen Schlaganfall in seinem Leben erlitten hat. Ich glaube, in einem früheren Leben hatte ich auch mal einen Schlaganfall und das sind die Reste davon. Das kann ich mit keinem anderen Finger machen, aber mit dem hier halt, das ist wie einrasten. Ultra wild. Was ist schwerer? Ein Kilo. Passt jetzt eigentlich nicht ganz so dazu, aber ich hatte letztens einen TikTok auf meiner For You-Page. Ich war letztens wieder bouldern und der TikTok-Algorithmus ist ja komplett krank, ne? Dementsprechend wurden mir halt die ganze Zeit Boulder-Videos vorgeschlagen. Und in einem Video ging es darum, dass Bouldern ein guter Sport für Lesben ist. Darüber haben sie halt gesprochen in einem Podcast, irgendwie zwei Mädels so. Und da meinte sie, ja, na klar ist Bouldern ein guter Sport für Lesben. Es wird immense Fingerkraft und Mobilität aufgebaut. Das Einzige, was Bouldern noch besser für Lesben machen würde, ist, wenn du mit deiner Zunge klettern würdest. Das fand ich witzig, habe ich geliked. Fand ich lustig. Fand ich witzig. Ich habe mich entertained gefühlt. Wo wir gerade bei den wilden Fingern waren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Fand ich lustig. Federn oder ein Kilo Steine. Oh mein Gott, ja. Scheiße, und was war die Lösung? Ich glaube, man sagt ein Kilo Steine. Oder es war es doch ein... Da wären wir wieder beim Grundwissen, ne? Was ist schwerer, ein Kilo Federn oder ein Kilo Steine, ne? Da wären wir wieder beim Grundwissen, ne? Ganz so schlimm ist noch nicht. Das kriege ich noch hin. Aber bei anderen Fragen wäre ich, glaube ich, auch echt am Arsch, Mann, so. Stichwort Dichte und Gewicht, ne? Nicht dasselbe. Nicht dasselbe. Ein Kilo Federn, war das so unerwartet kam. Mm. Also, keine Ahnung, ich würde sagen, ein Kilo Federn, glaube ich, gehe ich davon aus, weil du brauchst ja richtig viel davon. Die beste Antwort darauf, auf die Frage, ein Kilo Federn ist schwerer, weil im Gegensatz zu ein Kilo Steinen musst du auch die Schuld mit dir herumtragen, dass du all diese Vögel getötet hast, um ein Kilo Federn zu bekommen. Deswegen sind ein Kilo Federn schwerer als ein Kilo Steine. Auf deinem Gewissen zumindest. Das ist die richtige Antwort. Oh, ich bin so doof, Alter. Oh nein, ich hasse diese Map. Ich bin so schlecht bei der Map, ne? Nur bei der Map? Ich bin bei allem schlecht. Ja, ich hab ganz vergessen, dass ich das ja kann. Das sind, was die Leute... Oh, ich bin hier noch drin! Ich bin hier noch drin! Und... Was ist jetzt? Achso, nee, das... Hä? Was ist jetzt? Hä? Ich kann nicht mehr springen. Hä? Es bin ich gar nicht gewesen! Und ich wundere mich, warum ich nicht springe! Achso, sie hat spectated. Schön. Genauso gut bin ich auch in Fall Guys. Das ist immer wieder super. Immer wieder super. 19 Uhr war noch alles an. Das ist eine Lüge. Also wir hatten um 19 Uhr noch alles an. Jen, ne? Ja, Jen, ja, habe ich doch hier gehabt. Also wir hatten um 19 Uhr noch alles an. Und die haben auch so um 10 nach. Aber ich dachte, es ist 20 Uhr. Nee, es ist um 19 Uhr. 19 Uhr war ich. Ich habe 20 Minuten. Ja. Darf ich noch mit dir machen? Einfach so? Ja. Zeit. Aber wir freuen uns, wenn du morgen wiederkommst und ich gebe dir dann auch so... Was meint ihr, wie oft wurden Jennian und Milchbaum auf der Gamescom verwechselt? Oft, wa? Ja, ich glaube, das war schon ernst gemeint, glaube ich. Aber die sehen sich halt auch wirklich sehr ähnlich, muss man sagen. Also schon. Jetzt ein Foto mit Jen. Ja, kannst du das dann posten? Klar, soll ich dich verlinken? Ja. Aber nicht mit, warte, nicht mit dem Hut. Ob sie das wirklich gepostet und Jen verlinkt hat? ich war ja nicht bei der Gamescom, ne? Ich wollte eigentlich unbedingt zur Gamescom hin und hatte auch schon Tickets und Hotel und so. Aber dann hatte ich zu viel Angst vor Milchbaum und dann bin ich doch nicht gefahren. Dann habe ich mir eine Ausrede überlegt von wegen, nee, ich habe keine Lust und so. Aber eigentlich hatte ich zu viel Angst vor Milchbaum und bin deswegen nicht gefahren. Das ist die Wahrheit. Ja. Weil ich bin ganz ehrlich, ich glaube, in einem Boxkampf bin ich unterlegen.
Ich könnte Milchbaum wahrscheinlich mit Scharfsinn ausstechen, aber ich glaube, in einem Boxkampf, ich glaube, die spielt dreckig. Ich glaube, die zieht an den Haaren und wirft mit Sand. Und ich glaube, da verliere ich, glaube ich. Ja. Ich glaube, die kämpft wie so ein kleiner, tollwütiger Gremlin, den man nach 0 Uhr gefüttert hat und verbeißt sich so in dir. Das würde mich, glaube ich, zu sehr traumatisieren. Ja. Deswegen war ich nicht auf der Gamescom. Das ist die eigentliche Wahrheit. Hallo Resilience, du hast mich so... Oh mein Gott, du hast mich so überfordert. Hallo liebe Raiders, mein Mikro macht sich selbstständig und ich nehme euch mal kurz mit auf Reisen. Mit Anlauf. Im Rüber. Ich habe Angst um diese Pizza. Das wird nichts, das sehe ich jetzt schon. Ich mach das eine gute Stückchen Deckung, dann krieg ich das mit Ellbogen. Eicherlöchen, Hallöchen. Oh, Patty, go! Oh. So perfekt vorbereitet. Genau das sieht nämlich. Sieht so aus, als wenn ich irgendwo in der Turbine stehe. Geil. So mit Ventilator, weil du es dir wert bist. Draußen. Im Wind. Mama mia! La la la! So, jetzt schleudere ich da decoupled rein mit einer Drehung, pass auf. Oh, oh fuck! Ich meine, der Poserboy. Er hat gemacht, was er gesagt hat. Er hat nicht gesagt, dass das Schiff danach noch fahrtüchtig sein muss. Oder so, ja. Immer lustig, ne, wenn man jemanden live sieht. Das ist Wahnsinn, ne? Und jetzt selber dabei hier. Ja. Aber noch ja, ganz klein. Es tut mir mal bei solchen Momenten immer so leid, dass ich so hektisch drauf bin. Nein, alles gut, verstehe ich. Privat bin ich da viel ruhiger. Weil teilweise drehe ich mich einfach mitten im Satz um und gehe einfach und gucke den Leuten halt noch nicht mal irgendwie in die Augen. Und das ist halt so dermaßen respektlos, dass ich mir manchmal denke, ob sich der Junge einfach nicht schämt. Ja. Kenn ich auch. Oh mein Gott. 60. What the fuck? Galoppieren, schnelle Drehung. Seitenwaffe einsetzen. Nein! Oh Gott, ich habe das Pferd erschossen. Das war aber auch ein richtiger Far Cry-Moment, so, ne? Also, auch wenn das letzte Far Cry so ein bisschen enttäuschend war gegen Ende mit der Story und so, muss ich sagen, im Stream hatten wir sehr viel Spaß damit. Im Stream hatten wir sehr viel Spaß mit Far Cry. Ich freue mich schon aufs nächste. Das war gut. Oh je. Sorry, hörst du mal auf mit diesem hohlen Scheiße und deinem Gelaber? Alle hören, was du sagst. Mach die Scheiße aus und lass die Leute hier in Ruhe essen. Und halt die Klappe jetzt. Okay? Was zum Teufel, okay? Ich denke mal, sonst für dich, der gehört nicht selber hin. Abonniert Twitch, Clip, Sterben! Ja. Stream halt auch nicht immer geil, ne? Manchmal halt auch so nicht so die passende Umgebung dafür, ne? Aber ich finde das schon nachvollziehbar. Wenn Leute in Ruhe essen wollen, würde ich auch nicht, dass sich jemand daneben sitzt und so eine Scheiße ab. Also, ich finde es nachvollziehbar, wenn die Leute sich auch manchmal beschweren, so. Weiß ich, wenn du nur an denen vorbeigehst, ist ja die eine Sache, da kann dir das ja scheißegal sein, aber wenn die da in Ruhe sitzen und essen wollen und dann irgendwie mit so einer Scheiße zugedröhnt werden, ist schon irgendwo nachvollziehbar, finde ich. So, ist schon ein bisschen. Muss man drauf achten, wo man ist, so ein bisschen. Und vergesst nicht, den Daumen zu drücken. Nut, nut. Ja, schlagen drohen ist natürlich gut. Hä, wann haben die denn schlagen gedroht? Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gehört.